Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Beko GNO 4331 XPN Side-by-Side Kombination. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Elektrogerät für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zur Side-by-Side-Kombination werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Lebensmittel kühl halten, das ist nach wie vor sehr wichtig. Hierbei hat man heutzutage wirklich sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten. So eine Side-by-Side-Kombination sieht, wie ich finde, sehr modern aus und zum anderen hat sie auch ziemlich viel Platz für Lebensmittel und ja, so kannst du idealerweise selbst abschätzen, passt sie zu deiner Wohnung oder nicht. Preislich mit im Hinblick auf Ausstattung und Funktionsumfang bin ich der Ansicht, dass es sich bei dieser Side-by-Side-Kombination aus dem Hause Beko um ein faires Angebot handelt. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich die passende Side-by-Side-Kombination ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. No Frost. Multifunktionsdisplay, 291 Liter Kühlkapazität, 145 Liter Gefrierkapazität. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Insgesamt betrachtet, wie ich finde, eine Side-by-Side-Kombination, die sich preislich nicht verstecken braucht. Auch das moderne Design finde ich sehr interessant. Ob es zu deiner Wohnung das passende Gerät ist oder nicht, das ist eine Frage, die du alleine am besten beurteilen kannst. Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis beziehen. Dieses macht auf mich einen fairen Eindruck. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Das Amazon-Angebot zur Beko GNO 4331 XPN Side-by-Side-Kombination werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Alles Gute. Ciao.